Du hast Schmerzen im Kniegelenk beim Laufen, du hast ein Traktus-Syndrom. Mit unseren neuen Übungen zur Stabilisierung der Beinachse und Dehnung des Traktus bist du bald wieder in deinen Laufschuhen zurück. Mit dem Flossingband schaffen wir eine Kompressions- und Dekompressionstherapie über dem schmerzenden Gewebe. Hierdurch wird die Ernährung des oftmals nur über Diffusion ernährten Sehnengewebes verbessert. Außerdem erreichen wir eine Lösung von Verklebungen der Faszien, was insbesondere beim Tractus iliotibialis Syndrom von großer Wichtigkeit ist. Bei diesen Ausfallschritten auf einer instabilen Unterlage wird über ein Theraband ein Zug durch die Therapeutin erzeugt, den der Sportler mit einer Kniebewegung nach außen beantworten muss. So wird die Beinachsenstabilität verbessert. Idealerweise werden pro Seite 3x10 bis 20 Wiederholungen durchgeführt. Durch diese Bridging-Übungen werden große Gesäßmuskulatur und Hüftabspreizer trainiert. Die Hüftabspreizer werden besonders durch das Öffnen und Schließen der Beine angesprochen. Diese Übung ist besonders effektiv zur Verbesserung der Beinachsenstabilität. Die Hüftgelenksaußenrotatoren kann man ideal mit einem Rubberband trainieren. Die Übung dient zur besseren Stabilisierung vom Becken-Beinachsen-Übergangsbereich und entlastet damit den Tractus iliotibialis. Es werden 3x10 Wiederholungen pro Seite durchgeführt. Aus dem Seitstütz kann man das Anheben des oberen Beines mit einem Rubberband trainieren und damit die Übung wesentlich erschweren. 3x10 bis 15 Wiederholungen pro Seite sind hier bereits eine sehr fordernde Übungsanzahl. Die Aufsteiger am Kasten, von mir für Läufer in der Regel die Parkbankübung genannt, weil man sie dort hervorragend durchführen kann, ist eine optimale Übung, um die Gesäßmuskulatur und somit die Streckung beim Laufen zu trainieren. Man trainiert üblicherweise 3x10 Wiederholungen pro Seite. In Seitenlage kann mit einer Faszienrolle fast die gesamte Länge des Tractus iliotibialis gelockert werden. Durch diese Faszienbehandlung werden Verklebungen gelöst und schmerzhafte Triggerpunkte gelockert. Üblicherweise werden 10 Wiederholungen pro Seite gerollt. Sollte der Schmerz unter der Behandlung zu groß sein, kann der Fuß auf dem Boden abgelegt werden, um den Druck zu verringern. Mit dem Faszienball kann man anders als mit der Faszienrolle gezielt den sogenannten Schenkelbindenspanner behandeln. Dies ist ein kleiner Muskel auf der Hüftaußenseite, der für den Spannungszustand des Tractus iliotibialis verantwortlich ist. Mit kleinen kreisenden Bewegungen kann man punktuell Triggerpunkte in diesem Muskel lösen. Behandeln Sie jede Seite für eine Minute mit dem Faszienball. Die Dehnung des Tractus iliotibialis bzw. des im äußeren Hüftbereich gelegenen Schenkelbindenspannermuskels ist nur durch wenige Übungen gut zu erreichen. Bei dieser Übung hier wird durch die Dehnung über die gesamte äußere Beinseite und das nach innen Schieben des Beckens dieser Muskel perfekt erreicht. Halten Sie die Übung für mindestens 20 Sekunden. Du möchtest noch mehr zu diesem Thema erfahren? Dann sieh dir doch die Langversion dieses Filmes an. Dort kannst du sehen, wie ich in meiner Praxis derartige Verletzungen diagnostiziere und therapiere. Und wenn du mit anderen Läufern in Kontakt treten willst und dich austauschen möchtest, dann nutze gerne die Kommentarfunktion in diesem Kanal. Ich bin Matthias Marquardt, dein Laufexperte.